Woher kommt die? Ich komme aus Hongkong. Okay. 보게 사십시오. 아, 감사합니다. Freude leben, naja. Charlotte? Charlotte? Wie lange nicht gesehen, Mensch. Hier. Für dich. Nee, ne? Die vier Musketiere! Alter Junge! Ah. Also, erst einmal, ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, um mit mir den Beginn eines. Gott, hört sich das feierlich an. Ich sag's trotzdem. Um mit mir meinen Ruhestand zu feiern. Als Kind habe ich davon geträumt, große Häuser zu bauen, und ich habe sie gebaut. Ich wollte die Welt sehen. Ich habe sie gesehen, ich habe meinen Beruf geliebt, 40 Jahre lang. Aber jetzt bin ich froh, dass das Zigeunerleben ein Ende hat und ich zu Hause bin bei meiner Charlotte. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Esst, trinkt, seid lustig, aber denkt an unsere Nachbarn. Bei einem Flugzeugabsturz in Verbindung mit einer Explosion, also mit Feuer, sterben 70% aller Passagiere. Wobei die wenigsten verbrennen, die meisten ersticken. Irgendwie tröstlich. Ja, irgendwie ja. Jedenfalls ist man über den Wolken relativ sicher. 6% vorm Start, ein Drittel bei Start- und Steigflug. Und nur in 5% aller Unglücksfälle, Richie, in 5% aller Unglücksfälle ist es über den Wolken. Aber Unfallschwerpunkt ist und bleibt die Landung. Man ist ein echter Biker glücklich, hm? Wenn er Fliegen zwischen den Zähnen hat. Jensing muss mal eine Quartalsabrechnung machen. Nächste Woche geht meine Parodontosebehandlung los. Außerdem ist laut Unfallstatistik die Zahl der Todesopfer bei Motorradfahrern über 55 um 170% erhöht. Blödsinn. Und du? Ich? Na, ich schreibe jetzt meinen Roman, dann fahre ich mit Charlotte nach Südfrankreich. Immer wieder was anderes, immer was anderes. Verschieben, verschieben und verschieben. Wir verschieben unser ganzes Leben und setzen dabei langsam Rost an. Das will ich aber auch machen. Ja, das ist fantastisch. Und auch gegen Zellulitis. Ja, bis morgen. Aber keine Zellulitis, Gabi. Ja, ciao, Peter. War ein super schöner Abend. Tschüss. Okay. Komm gut heim. Kommt gut nach Hause, vielen Dank. Ihr auch. Ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt geht das Leben los. Nein, Peter, nicht. Ach. Nein, nicht deine Bandscheibe. Du, ich sag dir, das ging in die Hose. Ist alles gut. Es ist alles gut. Du bist doch nicht etwa schon los. Ich habe extra Brötchen geholt. Weißt du, dass ich nie frühstücke, bevor ich zur Arbeit fahre? Auch heute nicht, ausnahmsweise. Ich meine, es ist ein besonderer Tag. Mein erster Tag als Rentner. Oh. Kein Argument. Ich muss noch mal in meine Sintflut eintauchen. Aber ich verspreche dir, in ein paar lächerlichen Wochen werde ich bis an mein Lebensende mit dir gemeinsam frühstücken. Genieß den Tag, mein Rentner. Idiot, wenn du mich fragst.
Karin hat mir erzählt, dass Klaus ihr erzählt hat, dass er zwei Freundinnen hat, die theoretisch seine Enkelin sein könnten. Als Orthopäde ist Richie ein Genie. Genies dieser Welt können mir gestohlen bleiben. Außerdem habe ich mir gerade ein Bett gekauft. Das ist kein Platz für einen Mann, nicht mal für einen ganz kleinen. Machen wir uns nichts vor. Du hast das letzte Exemplar einer vom Aussterben bedrohten Spezies erwischt. Tja. Was hat er eigentlich zum Angebot vom Royal Institute gesagt? Nichts. Ich hab's ihm nicht gesagt. Wieso denn nicht? Wir haben andere Pläne. Du und Vorwurfstands, glaube ich nicht. Doch, und du wirst lachen. Ich freue mich darauf. Wir haben eine ganze Menge nachzuholen. Außerdem ist ja nicht gesagt, dass ich nichts mehr zu tun habe. Ich arbeite weiter an meinen Publikationen. Und er macht derweil Makramee-Kurse an der Volkshochschule wie sein Kumpel Klaus, oder wie? Nein, er schreibt einen Roman, mein Schatz. Roman schreiben im Ruhestand. Tun Sie das nicht irgendwie alle? Im Gegensatz zu den vielen Romanschreibern im Ruhestand, die du zu kennen scheinst, weiß mein Peter konkret, was er schreiben will. Er hat sozusagen schon alles im Kopf, fix und fertig. Er muss es nur noch runterschreiben. Was das sein? Espresso Macchiato und ein Croissant, bitte. Okay. Südfrankreich. Wollen Sie da hin? Ja, ja, demnächst. Ich war letzten Sommer da. Die Lavendelfelder. Ja, so weit das Auge reicht. Unglaublich, nicht wahr? Sind Sie neu hier? Wenn man nach einem halben Jahr noch neu ist, dann bin ich's. Ja. Ja, ich war viel unterwegs, war schon lange nicht mehr hier. Nicht direkt. Ich bin viel herumgekommen und das schreibe ich jetzt auf. Das heißt, ich versuch's. Ach so. Hallo, Schatz. Hallo, Schatz. Was hast du denn da? Die Lösung für meine Blockade. Eine Schreibmaschine. Ich wusste ja nicht mal, dass du eine Blockade hast. Na ja, Blockade ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Das ist der Anfang, das ist immer das Schwerste. Überall immer. Das wird mit dem Ding dann besser. Charlotte, das ist kein Ding. Das ist ein kleines, mechanisches Wunderwerk. Du nimmst ein weißes Blatt Papier, du spannst es ein, du drückst die Tasten, es klappert und dann dieser Ritsch am Zeilenende. Ein sinnliches Ereignis. Fest steht, Computer machen geschwätzig. Was gibt's denn heute? Was Schnelles, Ratatouille, anschließend Zitronencreme. Mmh. Muss man jede Menge arbeiten. Ich dachte, wir unternehmen was. Kino, letzte Reihe oder so. Nee, ich muss noch einen Bericht rausschicken. Schau doch mal bitte, wie viel Sahne da reingehört. Ich sehe nur schwarze Pünktchen. Das ist dermaßen niederträchtig, dass die immer alles so klein schreiben. Hast du meine Brille gesehen? Nein. Haben wir es gut? Haben wir es gut. So wird es jetzt immer sein. So wird es jetzt immer sein. Entschuldige, ich will dich nicht stören, aber hast du meine Brille gesehen? Hä?
Du hast eine auf. Das ist nicht die richtige. Die ist nicht auf mein Sehzentrum oder wie das heißt eingestellt. Oh. Ich habe oben eine gesehen im Bad, die schwarze. Ah ja, danke. Vielleicht solltest du deine Brille an so eine Schnur dranhängen, damit wir sie nicht andauernd suchen müssen. Du meinst wie die Fäustlinge von Kleinkindern, die man an der Schnur zusammenhäkelt? Nein, komm nicht in Frage. Das ist mir zu infantil. Nee. Was macht deine Blockade? Der geht's prächtig. Entschuldige, ich weiß, du bist beschäftigt, aber weißt du, ich denke, ich brauche einen Helden. Einfach so, eine Aneinanderreihung von Episoden trägt, glaube ich, nicht. Wenn ich nur den ersten Satz hätte, ich weiß genau, dann würde es fließen. Einen wahren Satz. Weißt du, manchmal, da trickse ich mich einfach selber aus. Ich schreibe einfach irgendeinen Satz hin. Und dann, wenn das Ganze dann so fließt und stimmig ist, dann ist er plötzlich da, ganz von alleine. Der erste, einzige, wahre Satz. Nein, das mag vielleicht bei einer wissenschaftlichen Arbeit funktionieren, aber bei einem Roman, nee. Ist euch die Bedienung aufgefallen? Aber. Habt ihr gewählt? Ja, ich überlege, ob ich die Spaghetti Carbonara nehme, aber das ist immer so viel. Ich muss ein bisschen auf mein Gewicht achten. Ja, du musst ja nicht alles aufessen. Das ist aber auch schade, immer so viel wegzuschmeißen. Klaus, komm mal zu Potte. Ich muss in einer halben Stunde in der Praxis sein. Das ist immer so langsam. Also gut, ich nehme die Carbonara und frage, ob ich einen Seniorenteller bekommen kann. Das tust du nicht. Fängst du schon wieder damit an? Klaus, ich lade dich ein, vorausgesetzt, du nimmst eine normale Portion. Du qualmst aber ganz schön, Jens. Und was tust du den ganzen Tag? Gut, ja, gut. Ich schreibe so vor mich hin, manchmal koche ich was. Du und kochen? Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das Spaß macht. Ich auch nicht. Charlotte wird sich sicher freuen. Wenn sie mal da ist, ja. Tja, ist für mich leicht, einen anderen Menschen glücklich zu machen. Neulich habe ich für Lilly meine Enkelin einen Hamster gekauft. Alle haben sich, wer weiß, wie gefreut und dann... Ach Mensch, was man macht, macht man falsch. Ach na ja, Charlotte ist jetzt ziemlich im Stress, aber es ist ja absehbar. Wird ja auch gut tun, endlich zur Ruhe zu kommen. Ihr werdet rund um die Uhr zu Hause hocken, euch langweilen und auf die Nerven gehen. Euer Haus wird euch vorkommen wie Knast mit Freigang. Ein anständiger Mann stirbt mit 40, damit seine Frau noch was vom Leben hat. Jetzt hör doch auf, das ist ja deprimierend. Ah, der Schriftsteller. Heute in Gesellschaft. Was darf's denn sein? Ach ja, für mich Lasagne, für den Herrn Carbonara. Nehmen wir auch eine Carbonara. Flasche Wasser für alle. Habt ihr das? Du, das war hundertprozentig eine Anmache. Jetzt hör auf! Peter ist mein Schwager und vor Karin kann ich nichts verbergen. Falls ihr das vergessen haben solltet. Du bist ja bloß neidisch. Kann ja nicht jeder einen Streichelzoo haben. Streichelzoo? Seine Löwin und seine Gazelle. Könnten praktisch seine Enkelin sein. Na und? Ich stehe dazu. Komm, machen wir uns doch nichts vor. Das Beziehungsmodell Ehe ist doch völlig überholt. Spontansex kannst du vergessen. Das glückliche Ende ist immer nur provisorisch. Die bieten dir den Vorsitz der Forschungsgruppe an. Für 2 Jahre. Mensch, das ist doch toll. Das ist in Brüssel. Gleich im Anschluss an hier. Das glaube ich einfach nicht. Das ist der Traumjob für jeden Wissenschaftler. Du könntest richtig was bewirken. Wir haben andere Pläne. Welche? Auf dem Sofa hocken, in Urlaub fahren und langsam verblöden. Davon verstehst du nichts, Gabi. Nee, hast recht. Verstehe ich wirklich nicht. Es gibt doch wirklich Menschen, in deren Gegenwart einem sein eigenes Leben so richtig erbärmlich vorkommt. Die machen Karriere, ohne dass sie es so richtig wollen, finden den Mann fürs Leben. Ausruhinkarnation nennt man das, glaube ich. Du willst doch gar keinen Mann. Noch nicht mal einen klitzekleinen, hast du gesagt. Schon mal drüber nachgedacht, warum ich sowas sage? Hey. Mann.
Uns ist doch auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wie würdest du das da bezeichnen? Habe ich dir heute schon gesagt, wie schön du bist? Ich weiß, das klingt wie ein Schlagertext, aber weißt du noch früher? Wir konnten nie warten, bis wir zu Hause sind. Oh, mein T-Shirt! Oh, beiß mich, kratz mich! Oh, nein, nicht mehr! Lass mich mal auf, bis ich komm. Ich komme. Nicht! Das muss Karin sein. Wenn jemand so klingelt, dann ist das Karin und es ist dringend. Was deine Schwester so unter dringend versteht, ja? So, jetzt haben wir den Salat. Der Hamster von Lilly hat Hunger gekriegt. Stell dir das mal vor. Heute Morgen lagen 9 nackte Hamster im Käfig. Und ich muss jetzt versuchen, die Viecher wieder loszuwerden. Die Zoohandlungen wollen die nicht. Oh, hallo Peter. Entschuldige, ich habe vergessen, dass du ja jetzt auch hier bist. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein, mach dir mal nur. Ich wollte sowieso joggen gehen. Danke. Das holen wir nach. Ich brauche jetzt einen Schnaps. Willst du auch rein? Ja. Oh. Oh, hallo. Hallo. Komm, Schritt schneller. Tja, Schleimbeutelentzündung. Und woher kommt sowas? Kann verschiedene Auslöser haben. Ich hatte vor 2 Jahren mal einen Patienten, der hatte eine Schleimbeutelentzündung in beiden Knien. Die sogenannte Fliesenlegerkrankheit. Obwohl der Mann mit dem Berufsstand überhaupt nichts zu tun hatte und gerade in Rente gegangen war. Und woher hatte er es? Er wollte sich partout nicht dem Willen seiner Frau beugen und im Sitzen pinkeln. Also erfand er eine Alternative. Er kniete sich vor die Toilette. Naja, und nach ein paar Monaten hat er eine Schleimbeutelentzündung in beiden Knien. Jetzt pinkelt er brav im Sitzen. Also ich knie nicht vor dem Klo, falls du darauf hinaus willst. Aber übermäßiges Joggen, um einer kleinen Kellnerin zu imponieren, kann auch gleich zu Überbelastung führen. Quatsch! Was mache ich denn jetzt? Joggen abschminken, Gewicht reduzieren, Wassergymnastik. Wassergymnastik? Das ist doch was für alte Leute. Walken geht auch. Walken? Da kann ich ja gleich am Stock gehen. Irgendwas musst du tun, um dich einzurosten, Peter. Sollen wir was essen gehen? Nee. Ich bin mit Jens verabredet. Bin schon spät dran. Ich danke dir. Mach's gut. Jens, ich bin's. Entschuldige, es ist ein bisschen später geworden. Ich war noch bei Richie in der Praxis. Ärger mit dem Knie. Oh, ich kann dir sagen, es ist nichts, wenn man altert. Ich will nur sagen, ich bin unterwegs. Bis gleich. Herzversagen. Einfach so, zack, weg. Dann läuft man herum und ärgert sich über dies und das und macht sich Gedanken über den Sinn des Lebens und ehe man sich was sieht, ist es vorbei. Wo gehst du denn hin? Thank you.
Hast du vergessen, alter Freund? Klaus ist ja seit seiner Pensionierung nicht gut drauf, aber seit 14 Tagen ist er quasi nicht mehr vorhanden. Jens Tod ist ihm mächtig auf den Magen geschlagen. Mhm. Peter auch. Aua! Oh, überall diese Feuerlöscher, der hat doch wirklich eine Macke. Mein Gott, lass ihn doch. Es ist halt seine Welt. Wenn er noch ein, zwei andere Welten hätte, würde ich auch kein Sterbenswörtchen sagen. Ich hab Aprikosenkuchen gemacht, den magst du doch so gern. Hast du die Jobgeschichte abgesagt? Nein. Aber ich kann es eh nicht machen. Und jetzt, wo Peter so schlecht drauf ist, schon erst recht nicht. Wie lange hast du Zeit? Bis morgen. Mein Chef möchte morgen auf der Abschlussfeier meine Entscheidung in seiner Rede erwähnen. Du bist nicht der Typ, der seine Talente wegwirft, um seinen Mann zu umtuddeln. Ich habe mir das alles so toll vorgestellt. Das, was jetzt kommt, aber irgendwie ich... Ich weiß nicht, es ist so... Ach, vielleicht sollte ich einfach positiver denken. Hey! Oh. Hallo, Peter? Hallo, mein Schatz. Schon zurück? Schon. Oh, ich war den ganzen Tag im Institut, anschließend noch auf den Sprung bei Karin und ich habe dir einen Aprikosenkuchen mitgebracht. Oh. Hier sieht's vielleicht aus. Reg dich nicht auf, sonst mache ich alles gleich weg. Charlotte, die Waage ist kaputt. Ich meine, so viel kann kein Mensch in so kurzer Zeit zunehmen, ja? Doch. Wenn man den ganzen Tag nichts tut und frisst und voll auf dem Sofa rumliegt, dann schon. Ich habe nicht den ganzen Tag auf dem Sofa rumgelegen. Ich habe die Stifte überprüft. Nein, bin nur nicht ganz fertig geworden. Ich dachte, du wolltest deinen Roman weiterschreiben. Charlotte, guck mal, siehst du das? Nee. Was denn? Dieses Zittern im Augenlid. Nee. Ich sehe nichts. Das ist eine neurologische Störung. Ursache kann ein Hirntumor sein. Im Internet waren Fotos von Leuten, deren Augenlid wie eine kaputte Jalousie überm Auge hing. So. Peter, so geht das nicht weiter. Du musst dringend was unternehmen. Du musst raus unter Menschen. Wie bei mir, das ist die Fliesenlegerkrankheit. Hast du in der letzten Zeit viel gekniet? Nee. Wir marschieren. Kaum war ich in Rente, fing's bei mir an. Eins. Das war ich im Tierheim. Wegen der Hamster. Ich hätte nie gedacht, dass die dort dermaßen nette Mitarbeiter waren. Mitarbeiterinnen meinst du wohl, ja? Exakt, genau. Eins steht fest. Ich will wieder leben. Nicht nur so tun, als ob. Glaubst du, dass es einen Menschen gibt, der für uns bestimmt ist? Der uns liebt, trotz all unserer Unvollkommenheit? Ich dachte immer, bei Charlotte und mir ist das so. Auf jeden Fall. Hättest du sonst auf diesen bunten Job verzichtet, bloß weil es dir im Moment nicht ganz gut geht? Was erzählst du da? Du willst mir doch nicht erzählen, dass es in der ganzen Zeit keine Gelegenheit gegeben hat, es mir zu sagen. Und bleib doch mal stehen und rede mit mir. Ich wollte es dir ja sagen, aber es hat sich irgendwie nicht ergeben. Und wenn ich sowieso absage, dann muss ich dich ja nicht damit beunruhigen. Wie nicht ergeben? Du warst in keiner besonders guten Verfassung, Peter.
Mensch. Sag, willst du dich nicht endlich umziehen? Wir fahren in ein paar Minuten. Oder hast du dir überlegt, doch da zu bleiben? Ich halte mich an unsere Verabredungen. Dass du überhaupt darüber nachdenkst. Ich meine, wir haben doch Pläne. Ich habe lediglich gesagt, dass ich schon immer auf eine solche Aufgabe gehofft hatte. Ich dachte, dass ich sie mal machen kann. Dann mach es doch. Guten Abend, die Herren. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Sie wissen, ich mache noch ein Zeichen von Ihnen. Frau Dr. Heimann, gibt es denn schon eine Entscheidung? Haben Sie sich nun entschieden? Hallo. Wie geht's dir, Peter? Wunderbar. Was macht dein Roman? Wunderbar. Dr. Hermann, ich habe einen Artikel gelesen. Ich muss mir schauen, dass der Mensch sinnvoll ist. Wie zum letzten Wichtigkeit für den richtigen Rückschluss in der Gegenwart. Ich meine, jedes Mal, wenn eine Straße gebaut wird, ein Bürogebäude, eine Brücke gebaut wird, ein Küstenstreifen gebaut wird, müssen die Auswirkungen des Klimawandels mit einkalkuliert werden. Ja, die Realität sieht nur leider anders aus, nicht wahr? Darf ich vorstellen, mein Mann? Dr. Rehberg, Dr. Schocknecht. Guten Tag. Sind Sie vom Fach? Nein, mein Mann ist Bauleiter. Er hat auf der ganzen Welt Großprojekte betreut. Zuletzt war er in Dubai. Interessant. Was die da aus dem Boden gestampft hatten, diese Dubaier. Ja, wenn man die Umwelt mal außer Acht lässt, ne? Ja, ja. Und was machen Sie als Nächstes, wenn man fragen darf? Ruhestand. Vorruhestand. Die Versicherungen im Ausland, die sind nach dem 60. Lebensjahr derartig drastisch in die Höhe getrieben. Darf ich, Schatz, oder möchtest du? Nein, du kannst gerne. Ich habe es vorgezogen, zu leben. Gute Entscheidung. Ich gehe nächstes Jahr auch in den Ruhestand. Und ich freue mich sogar. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, weißt du, wir werden durch die Museen Europas touren. Gute Idee. Das sind die Rentner unter sich. Das ist doch toll heutzutage. Man ist im Ruhestand, kann er so viel machen, studieren, reisen, eine Sprache lernen. Vollkommen sinnlos, wenn Sie mich fragen. Ich meine, bevor Sie richtig sprechen können, sind Sie mausetot. Nein, nein, das Schöne am Alter ist, dass man nichts mehr tun muss. Mein Mann meint damit... Dass man begreift, dass man den größten Teil seines Lebens hinter sich hat und endlich Ruhe gibt. Oder um es mit Proust zu sagen, wir sind nichts weiter als Tote, die darauf warten, ihren Posten einzunehmen. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, hier in den großen Saal zu folgen? Kommen Sie bitte hier entlang. Hier entlang. Jetzt sind wir wieder soweit. Ich werde wieder wie immer meine kleine Rede halten und ich würde gerne Ihre Entscheidung wissen. Das heißt, haben Sie sich dafür entschieden? Keine Frage, Sie macht's. Gut, sehr gut. Ich gratuliere. Herr Rehberg, kommen Sie. Bist du dir sicher? Ich denke, du bist es. Meine Damen und Herren, ich bitte einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Unsere paläontologische Stiftung feiert diesmal sozusagen einen runden Geburtstag. Und bevor ich im Einzelnen darauf rekurriere, möchte ich Ihnen mitteilen, dass unsere geschätzte Frau Dr. Heimann unser Institut leider verlassen wird. Und wir sind stolz darauf, dass Frau Dr. Heimann in den Vorstand einer Forschungsgruppe für den Weltklimarat nach Brüssel berufen wurde. Ich verstehe nur nicht, was toll daran sein soll, alt zu werden. Ich meine, die tun so, als ginge das Leben immer so weiter. Wir sind alle Ewigkeit. Die Wahrheit ist, alles verfällt. Es mag ja sein, dass Jens Tod ein Schock für dich ist. Aber wir leben doch verdammt nochmal. Alles, was ich versuche zu sagen, ist, wir können nicht immer alles verschieben, Charlotte. Wir haben kein Sonderabkommen mit dem Tod. Den ganzen Abend geht das schon so. Wir sind alle Tote, die nur darauf warten, ihre Posten einzunehmen. Ich habe den ganzen Abend versucht, Verständnis für dich aufzubringen. Verständnis, verstehe ich was anderes. Was erwartest du denn? Seit Jahren machen wir Pläne für diese Zeit jetzt. Dann erfahre ich von meinem Schwager bei der Wassergymnastik, dass du eigentlich was ganz anderes willst. Was du aber aus Rücksicht auf mich leider nicht machen kannst. Ich wollte ja mit dir reden, aber ich habe es... Du hast es nicht getan. Charlotte, was willst du? Ich würde gerne nach Brüssel gehen. Und ich möchte, dass du mitkommst. Und ich wünsche mir, dass du das verstehst. Wer wünscht sich das nicht? Wohin gehst du denn jetzt? Mach mal eine Runde. Frische Luft schnappen.
Vielleicht müssen Sie einfach das Wünschen wieder lernen. Nette Vorstellung. Das Problem ist, ich wüsste gar nicht, was ich mir wünschen soll. Fangen Sie mit etwas Kleinem, Unbedeutendem an. Einer Feder. Machen Sie die Augen zu. Das ist zu albern. Und sieht doch keiner. Nee, es funktioniert nicht. Bei mir nicht. Ehrlich nicht. Nichts. Ich sehe nichts. Guck genau hin. Stell dir einen Himmel auf einer Kinoleinwand vor. Welche Farbe hat der Himmel? Blau. Wie das Blau an einem Spätsommertag in Südfrankreich? Ja. Ist da ein Geruch in der Luft? Ja. Irgendwas mit Zimt. Das ist mein Parfum, Peter. Entschuldigung. Konzentrier dich. Entschuldige. Okay, okay. Wir sind an einem, in Südfrankreich, an einem heißen Spätsommertag. Also es ist schwül und da ist ein Geruch in der Luft. Lavendel. Lavendel. Ja, jetzt riech ich's. Ganz deutlich. Und jetzt schwebt eine winzige Feder langsam in Zeitlupe von oben fast schwerelos aus dem Himmel herab. Nur von der Luft getragen. Welche Farbe hat die Feder? Blau. Zartes Blau. Willkommen im Club. Kaffee, mein Schatz. Ah. Heiß. Danke. Geht's dir gut? Naja. Es war gar nicht schön, wie wir gestern Abend miteinander umgegangen sind. Charlotte, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Ich bin benommen wie ein Idiot. Ich war auch nicht sehr viel besser, ob ich jetzt dir sagen soll. Entschuldige, bitte. Ich habe mir das nochmal überlegt. Wenn du willst, dann machen wir alles so, wie wir es geplant haben. Ich sag ab und wir fahren nach Frankreich. Ach, Charlotte, das funktioniert doch nicht. Du würdest dir alle Mühe geben, dir nicht anmerken zu lassen, dass du denkst, etwas versäumt zu haben. Und ich... Ich würde mich ständig fragen, ist ihre Freude nun echt oder versucht sie nur, sich nichts anmerken zu lassen? Das wäre ein einziger Krampf. Ach, ich weiß auch nicht. Es sind 2 Jahre. Was ist das schon? Ich liebe dich so sehr. Weißt du das eigentlich? Warum nehmen wir uns ja nicht eine schöne Wohnung in Brüssel? Du kannst doch auch dort schreiben. Und an den Wochenenden fahren wir nach Frankreich. Hauptsache, wir sind zusammen. Mal sehen. Ich mache uns jetzt ein Frühstück. Du hast da Dreck. Klaus war letzte Woche davon überzeugt, Darmkrebs im Endstadium zu haben. Peter will nicht nach Brüssel. Oh je. Es tut mir leid. Ach, meine Güte, der geht ja richtig die Post ab. Bin ich froh, dass das Thema Mann mir erspart geblieben ist. Neulich habe ich Klaus ins Tierheim geschickt. Hamster wegbringen. In artgerechten Käfig in A 50 Euro. 50? 50 Euro. Oh. 2 haben sie ihm nicht abgenommen. Jetzt hab ich die an der Backe. Dieser Lebensabschnitt ist für die Herren der Schöpfung wie eine dritte Pubertät. Die erste Mal nicht mitgezählt. Man sollte auf Überraschungen gefasst sein und eine Menge Baldrian im Haus haben. Ich jedenfalls reg mich über nichts mehr auf. Oh Mensch, die Würstchen! Oh. Klaus! Wolltest du dich nicht um den Grill kümmern? Nun mach doch mal! Ah, komme gleich.
Wisst ihr noch, was wir für einen Spaß hatten? Damals. Wann soll das gewesen sein? Ja, ja, damals. Damals. Ach, damals, ja, damals, das stimmt, das hatten wir. Seit Jens muss ich auch immer daran denken. Mann, der hat sich das so gewünscht. Wann, wenn nicht jetzt? Karin würde das nicht gefallen. Soll es ja auch nicht. Aber mir wird das gefallen. Richie, komm. Und du hast recht. Wann, wenn nicht jetzt? Genau. Auf Jens. Auf Jens. Vielleicht kann er mal helfen. Gib Gas, Alter! Gib Gas, keine Bremse! Was ist denn die Bremse erwischt? Also, hau rein. Bis gleich, ihr alten Säcke! Gas! Aufs Hinterrad! Hallo, ich bin nur zufällig vorbeigekommen. Fürs Motorrad? Ja. Und ich frage mich, warum ich so lange damit gewartet habe. Macht einen Riesenspaß. Habe ich dir zu verdanken. Bist du erkältet? Nee. Was ist denn los? Oh. Liebeskummer. Du hast doch nicht gesagt, du hast eine tolle Beziehung? Dachte ich auch. Aber jetzt habe ich erfahren, dass der Idiot mich betrogen hat. Und jetzt ist die blöde Ziege auch noch von dem schwanger. Oh je. Dieser Mistkerl. Jenny, er ist es nicht wert. Nein, kein bisschen. Dann war er eben nicht der Richtige. Du wünschst dir einfach einen besseren. Wünsch mir gar nichts mehr. Schon gar keinen Mann. Wo willst du denn jetzt hin? Ich kann dich fahren, wenn du willst. Das ist lieb von dir, ich gehe lieber ein bisschen allein. Tschüss. Kopf hoch, Jenny. Willst du noch Petersilie drauf? Was macht ihr da? Wir schmieren euch ein paar Sandwiches für unterwegs. Mensch, wir wollen Fische fangen, Lagerfeuer machen, Wildlife. Und ihr schmiert uns Brote. Truthahn mit Gürkchen. Auch das noch. Ich hab doch gleich gesagt, das will der nicht. Ist mir egal, was der will. Du packst deine jetzt ein und basta. Ich hab dir das Mückenspray dahingestellt. Ja, sowas brauchen wir nicht. Wo bleibt denn Richie? Der müsste längst da sein. Wann fährst du eigentlich? Ende der Woche. Ist das ja euer letztes Wochenende. Halt dich da raus, Klaus. Ah, das wird Richie sein. Oh, ich geh. Einfach, was sie wollen. Jetzt gönn ihnen doch das bisschen Spaß. Also für mich sieht das nach einer ganzen Menge Spaß aus. Ich wünsche mir nur, dass Klaus und ich mal was zusammen machen, was Spaß macht. Aber er fährt ja lieber mit seinen Kumpels Motorrad. Na hör mal, was soll ich denn da sagen? Ich würde ja vielleicht auch lieber mein letztes Wochenende mit Peter gemeinsam verbringen. Wir können auch gehen. Hallo. Komm, wir machen uns jetzt einen schönen Tag. Genau. Ich habe Spiele mit. Was denn für Spiele? Thank you.
Mit den Stangen, Klausi. Wir brauchen kein Zelt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 87%. Pack das Zelt wieder ein. Das ist bestimmt. Worüber bloß? Nagel 9 schon Loch drin. Nee, komm, Lars, komm. Komm, eins. Okay. Lass sehen. Das ist unmöglich. Ich sehe aus wie eine Mumie. Das ist ein Scheißgerät. Ja. Das ist kein Scheißgerät. Du siehst immer so aus. Nur auf den Schwimmer. So ist fein. So, also jetzt musst du nur auf deinen. Hör mal auf, so einen Riverdance zu veranstalten. Kommt kein Fisch in unsere Ich Seele. Kann aber nicht stillstehen. Müsstest du als mein Orthopäde eigentlich wissen, mit meinen kaputten Knien. Könnt ihr ein bisschen leiser sein? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. So ist gut. Jetzt achte auf deinen Schwimmer. Ist einer dran? Da ist einer dran. Nicht gleich zuppeln. Warte doch noch, bis er zugebissen hat. Oh, Klaus, so ist es doch gleich zu Ende. Ade-Abendessen. Oh Mann. Hat einer was gegen Mücken dabei? So, jetzt achte auf deinen Schwimmer. Klaus, jetzt guck, bei mir. Jetzt guck auf meinen Schwimmer. Da, jetzt kommt er. Guck. Da geht er runter. Ich helfe. Bleib, wo du bist. Nee, ich helfe dir nicht. Bleib, wo du bist. Nee, komm. Bleib, wo du bist, Mann. Bleib, wo du bist. Ich hab ihn gleich. Klaus, hör doch auf. Was ist denn? Ich hab ihn trotzdem. Ich hab ihn. Ich zieh doch. Hol den Kescher. Schnell, hol den Kescher. Ich hab ihn. Hol den Kescher. Warte. Renn damit. Ja, ich renn. Ho. Ein großes gravitätisches Exemplar. So ist es gut. Ole, 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 ole. Mann, Klausi, du bist wirklich ein Penner. Mann. Wir sollen das mit dem Feuerlöscher. Der Arsch nörgelt nur an mir rum. Weil er frustriert ist. Ja, sicher. Kann man ja verstehen. Ist ja bekannt, dass bei ihm mit dem Weiber nichts mehr läuft. Ist noch nicht druckreif hier. Ein Fisch, das reicht doch vorne und hinten nicht. Vielleicht solltest du nicht immer auf ihn herumhacken. Mach ich doch überhaupt nicht. Doch, machst du. Er ist als Opferlamm geboren. Kein Wunder, dass er zu Hause unterm Pantoffel steht. Wenn er sich wenigstens einmal wehren würde. Und, kommst du voran? Geht so, hast du was gegen Mücken? Bist du ein Kerl oder ein Weichei? Ein Kerl! Tutsi! Nein! Rote Laterne! Und großer Eisberg! Und okay, klar! Titanic, logisch. Genau. Das darf man aber nicht. Hilfsmittel sind nicht erlaubt. Nein, sei doch mal kein Spielverderber, es war doch witzig. Witzig hin, witzig her. Wenn wir uns an keine Spielregeln halten, können wir auch gleich auch. Krieg halt keine Punkte, du bist dran. Der Peitsche von St. Pauli. Ja. Was war das? Nee, Bonanza. Okay, Level glaube ich, Spinnweben wegmachen. Ist das vielleicht ein Film? Highlander. Das war eindeutig Highlander, der schwer kam. Logo. Vorhin bei Vom Winde verweht hast du gesagt, ich wische Staub. Wie blöd hältst du mich eigentlich? Nur weil ich nicht studiert habe, stelle ich doch nicht andauernd putzen da. Karin! Karin, was hast du denn? Vielleicht hat ihr Baldrian versagt. Allergie. Hab am ganzen Körper Pusteln davon gekriegt. Echt? Und jetzt nehme ich ein Antiallergikum und das macht mich völlig kribbelig. Sag mal. Jetzt komm. Sei nicht so. Ich habe eine ganz gute Idee. Wir hören jetzt auf zu spielen und ich koche uns was Leckeres. Ja. 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 Früher haben die irgendwie anders geschmeckt. Immer her.
sind schlecht. Lass mal sehen. Brille. Jenseits des Verfallsdatums. Weit jenseits. Da haben wir was gemeinsam. Ich glaube, es regnet, oder? Oh, es fängt an hier. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Das ist gar nicht die Post. Mann, was ein Wind. Boah, ey, boah, der Regen, das ist ja... Oh, Mistwetter. Gestern bekamen wir Post vom Sicherheitschef des Flughafens. Sie haben Klaus Hausverbot erteilt. Er hat alle seine Kurse geschwänzt, ist zum Flughafen gefahren, hat sich auf die Aussichtsplattform gestellt und zugeschaut, wie die Flugzeuge starten und landen. Wie ein kleiner Junge. Aber dafür kriegt doch kein Mensch Hausverbot. Fürs Zuschauen nicht. Aber wenn man die Fluggäste und deren Angehörige gegen ihren Willen über Sicherheitsrisiken im Flugverkehr aufklärt... Karin, es lass auch den Klaus so, wie er ist. Und reg dich nicht immer über alles so auf. Du hast gut reden, du mit deiner Urlaubsehe. Wenn ihr zusammen wart, habt ihr immer in einem Ausnahmezustand gelebt. Und jetzt, wenn du mal ehrlich bist, fängt er doch jetzt schon an, dich zu nerven. Das stimmt doch überhaupt nicht, Peter. Nervt mich kein bisschen hier. Wir haben mal hin und wieder so ein paar Schwierigkeiten, aber das... Morgens die erste, abends die letzte im Institut? Ich meine ja nur, so Unrecht hat Karin vielleicht gar nicht, ha? Gib's doch zu. Diese Brüssel-Geschichte kommt dir gar nicht so ungelegen. Insgeheim bist du doch heilfroh, das Weib besuchen zu können. Ich weiß eigentlich gar nicht, wieso ich zur Debatte stehe. Mit deinen Problemen und Klaus seinen Problemen habe ich nämlich nichts zu tun. Ich frage mich, wo der Mann geblieben ist, der früher mal zu mir gesagt hat, wo ich bin, brauchst du vor nichts mehr Angst zu haben. Das fragen wir uns doch alle. Ich habe das Gefühl, meine Ehe zerbröselt wie alter Keks. Scheiße, schnell, und das Wasser. Ja, hol mal ein Pflaster raus, okay, aus dem Klo. Hausgartenfrisur, alles Picobello. Nur ich nicht, ich passe nicht ins Konzept. Ich schmutze. Neulich habe ich gesehen, wie sie mit der Zahnbürste die Ecken geputzt hat. Ich dachte, es gibt nur einen Witz. Dieser Witz ist mein Leben. Haben wir keine Brote mehr? Alle. Was soll ich denn sagen? Ich habe kaputte Knie, Füße, Rücken, Bandscheibenvorfälle, morsche Hüften, Quartalsabrechnung. Ewig grüßt das Murmeltier und ich grüße brav zurück. Das bisschen kann doch nicht schon alles gewesen sein. Ich meine, da muss doch noch was kommen, oder nicht? Was mich am meisten ärgert, ist, dass die Frauen jetzt im Trockenen sitzen, sich einen schönen Abend machen. Thank you.
Was machst du denn schon hier? Warum bist du so früh auf? Willst du einen Kaffee? Danke. Ich bin wunschlos glücklich. Ich habe etwas begriffen. Es ist immer jetzt. Ah ja. Was denn sonst? Er versteht ihr nicht. Es ist ein Wahnsinn, sein Leben immer in die Zukunft zu verschieben. Denn die Zukunft gibt es gar nicht. Denn wenn sie da ist, ist es wieder jetzt. Klar. Ich mache jetzt mal einen Kaffee. Ja, mach das. Hauptsache, du hast es begriffen. Fangt mich, wenn ihr könnt! Ich hab dich schon! Geht man nicht mit einer Frau um. Wer ist er denn jetzt? Ein Gast, der das nicht länger mit ansehen kann. Das musst du wirklich nicht. Peter. Peter? Peter? Ist jetzt dein neuer Freund oder was? Hast du dich neuerdings auf ältere Semester spezialisiert? Jetzt halt die Klappe. Brauchst du Hilfe, Jenny? Soll ich die Bohnen rufen? Nein, nein, alles im Griff. Hören Sie, die Dame hat Sie aufgefordert zu gehen und ich würde das jetzt ebenfalls für angebracht halten. Ach, und das ordnest du jetzt hier einfach mal so an? Ja, das tue ich. Ja. Ach. Hau ab! Oh. Hau endlich ab, du verdammter Idiot! Ich rufe die Polizei, verschwinde! Peter. Ach. Ist schlimm? Nein, nein, das ist alles in Ordnung. Komm, wir setzen uns hin. Charlotte! Ja? Hallo, Schatz, ich bin wieder da. Hallo? Hallo. War's schön? Naja, der Regen. Aber wir haben das Beste daraus gemacht. Gut, dass wir die Brote dabei hatten. Sonst wären wir verhungert. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir uns noch einen schönen Abend machen. Ich habe mich extra beeilt, fertig zu werden. Ja, entschuldige, wir waren noch einen Kaffee trinken. Karin hat vorhin angerufen. Klaus ist schon seit 2 Stunden zu Hause. Du hast gesagt, wir waren Kaffee trinken. Habe ich das? Charlotte, warum fragst du mich direkt, warum ich später komme? Weil ich mich nicht benehmen möchte wie deine Mutter. Ich wollte eigentlich gar nichts sagen. Okay, ich war noch Kaffee trinken. Ich habe gedacht, du hast sowieso zu tun und du sagst doch immer, ich soll noch was unternehmen. Jetzt komm schon her. Du bist so weit weg. Ach. Was hast du denn da? Ja, kleiner Zwischenfall im Café. So ein Typ hat die Kellnerin belästigt. Ich bin ihr zu Hilfe geeilt und es kommt zur Prügelei. Du hast dich geprügelt? Ja, um ehrlich zu sein, er war der Einzige, der zugeschlagen hat. Tut das weh? Ja, au, verrückt wie verrückt. Ja, vielleicht muss man das ein bisschen kühlen. Ich kann mir nicht helfen, aber du riechst irgendwie nach Zimt. Tatsächlich? Komisch. Naja, ich gehe erst mal duschen. Ich beeile mich. Herrlich! Diese Natur! Ach, diese Luft! Kampf dem inneren Schweinehund! Schluss mit dem Lotterleben, Gabriele! Schluss mit den Süßigkeiten! Ja, ja, ja! Wieso unternimmst du heute eigentlich nichts mit deinem Göttergarten? Ich meine, du fährst doch morgen. Ach, weil er irgendwas vorhat. Hauptsache, mit uns hat's geklappt, hä? Wunderbar. Wir zwei werden das jetzt regelmäßig machen. Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner. Das sind ja völlig neue Erkenntnisse. Autsch! Erkenntnisse! Ist irgendwas passiert? Ja, Entschuldige. Und das war gut so. Denn es hat mir klar gemacht, dass wir etwas ändern müssen. Dass ich etwas ändern muss. Na los, erzähl schon. Klaus hat sich in die Hamsterfrau vom Tierheim verliebt. Nee. Doch.
Und da ihm sonst kein plausibler Grund eingefallen ist, dort wieder aufzukreuzen, hat er eins und eins zusammengezählt und neulich Nacht... So, du kleines Weibchen, du bist es schön für dein Männchen. Klaus? Was machst du da? Das ist ja Inzest. Akkurat. Und wenn ich ihn nicht erwischt hätte, hätten wir in ein paar Wochen eine Hamsterzucht und er eine Affäre gehabt. Und jetzt? Ich habe ihn vor die Wahl gestellt, die Hamsterfrau oder ich. Und wie hat er sich entschieden? Für mich, Gabriele. Nichtsdestotrotz mache ich jetzt einfach mein Ding. Ich kann nur sagen, wenn man darauf wartet, dass Männer einen glücklich machen, kann man lange warten. Ach, das würde ich so nicht sagen. Hey, was ist denn mit dir passiert? Haltet ihr es für möglich, dass es einen Mann gibt, der sich nicht als Reinfall entpuppt? Okay, wer ist es? Es hat sich Unglaubliches ereignet. Ich war gerade in der Nähe. Und da dachte ich, also ich habe die Adresse von Klaus und der hat sie von Karin. Ist ja auch egal. Ich dachte, willst du mal eine Runde hinten drauf mitfahren? Und dann hat er mich gefragt, ob wir zusammen essen gehen. Du hast ihm doch hoffentlich eine Abfuhr erteilt. Ich habe gesagt, ich werde es mir überlegen. Seit letztem Wochenende ist der Peter wie ausgewechselt. Der Ausflug scheint ihm gut getan zu haben. Er hat es wie in der Sport, schreibt nonstop und achtet auch mehr auf sein Äußeres. Ja, schön. Warte, halt. Jetzt. Okay, halt. Keine Kartoffeln, nur Fleisch und Gemüse und keine Soße. Roulade ohne Soße, das staubt ja. Keine Soße. Ist auch Diät und hat eingesehen, dass Walken für ihn das Richtige ist. So. Ah, hallo. Hallo. Lassen wir mal zusammen. Er war antriebslos, depressiv, hatte eine Schreibblockade, während er jetzt gar nicht mehr aufhören kann zu schreiben. Walk, Diät hält, Power-Yoga macht. Sich die Nasenhaare zieht, dich nicht nach Brüssel begleiten will und auch sonst keine Zeit hat. Er liebt es, in der frischen Natur zu sein. Geht lange spazieren. Allein? Nein. Nein, nicht der Peter. Lies doch einfach mal, was er so schreibt. Das mache ich nicht. Ich kontrolliere niemanden. Das ist der Anfang vom Ende. Wenn das Vertrauen erst beim Eimer ist, dann ist alles hinüber. Jetzt sag bloß nur, dass du auch noch die Hände für ihn ins Feuer legen würdest. Doch. Doch, das würde ich tun. Damals habe ich Psychologie studiert. Ach, du hast studiert? Ich wollte Kinderpsychologin werden. Aber dann habe ich Thorsten kennengelernt. Naja, den Rest kennst du ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, deine Frau und du? Ach. Komm, ich hab dir meine Geschichte erzählt, jetzt bist du dran, also. Das war auf einer Hochzeit vor 200 Jahren. Mein Freund Klaus heiratete ein bildhübsches, sanftmütiges Wesen namens Karin und Karins kleine Schwester war Charlotte. Ich half ihr aus dem Mantel und ich habe keine Ahnung, wie es passiert ist. Jedenfalls riss ihre Perlenkette. Wir haben den halben Abend auf allen Vieren verbracht. Dabei sind wir uns näher gekommen. Habt ihr Kinder? Nein, leider. Ich habe morgen Geburtstag. Ach. Und? Feierst du? Ich werde mich zu Hause einigeln und mich totstellen. Wenn du willst, leiste ich ja Gesellschaft. Beim Totstellen? Nein, aber wir könnten was kochen. Als Köchin bin ich gelinde gesagt eine Katastrophe. Ja, macht nichts. Ich koche. Männer, die kochen, finde ich toll.
Hallo, mein Schatz. Hallo. Die sind für dich. Ach, Peter. Die sind wunderschön. Ich bin doch nur bis morgen da. Also, naja, nimm sie einfach mit. Die überstehen doch die lange Reise nicht. Weißt du, ich habe mir gedacht, ich bleib bis übermorgen. Dann haben wir noch einen ganzen Tag Zeit für uns. Nee, lass doch mal. Das wird doch nur eine Hetze für dich, oder? Ich meine, mach dir keine Sorgen um mich. Ich komme schon zurecht. Wir gehen heute essen. Ich habe keine Lust zu kochen. Weißt du was? Lass mich machen. Du setzt dich hin, erklärst mir alles und ich mache. Bist du dir sicher? Kartoffeln, Möhren. Dein Fleisch brennt an. Warte. Du einen Schuss Rotwein drauf? Jetzt schon? Ja. Trau dich. Halt, stopp. Prost. Prost, Dicker. Sahne aus dem Kühlschrank. Sahne. Lucy? Noch nicht aufmachen, warte noch. Und ganz am Schluss tue ich dann einen Löffel Sahne drauf. Sahne. Und mein ganz spezieller Trick, Rosmarin. Rosmarin? Ah ja, Rosmarin. Arbeitest du noch? Mhm. Ich komme gleich. So, alles drin. Viel Glück. Und fahr vorsichtig. Und ruf an, wenn du da bist, ja? Mach ich. Was machst du denn heute noch? Im Schreiben wahrscheinlich. Ciao. Ciao. Ich muss noch ins Café mit Pierre was besprechen. Ich dachte schon, du hast mich versetzt. Hast du meine SMS nicht gekriegt? Ach so? Hab ich liegen lassen. Naja, egal. Also, erst einmal. Moment. Jenny, hallo? Hallo? Aufgelegt, komisch. Unterdrückte Rufnummer. Wahrscheinlich dein Ex, der dir gratulieren will. Und sich nicht traut, der Schisser. Mach das Ding einfach aus. Gute Idee. Also, herzlichen Glückwunsch, Jenny. Danke. Jenny, du bist ein Engel, aber ich liebe meine Frau. Ich weiß. Und du musst nichts erklären. Ich mach uns mal einen Kaffee. Zu sprechen, sie zu riechen, sie nur anzusehen, ist mir noch einmal neu geboren zu werden. Thank you.
Was machst du denn? Ich fahre mit dem Zug. Da kann ich nicht so viel Gepäck gebrauchen. Du hast meine Klatten gelesen? Ja. Und auch die SMS von Jenny. Charlotte, es ist nicht so, wie du denkst. Ich habe darin gelesen, während ich auf dich gewartet habe. Die ganze Nacht. Normalerweise tue ich ja das nicht, aber das ist schon normal zwischen uns in letzter Zeit. Also sag schon, dann brauche ich wenigstens nicht fragen. Es gibt nichts zu sagen. Wie alt ist sie? Wie heißt sie? Charlotte, das hat nichts mit uns zu tun. Ah! Sag mal, hast du diese ganzen Standardfloskeln auswendig gelernt? Was soll ich denn sagen? Sie ist eine liebe Freundin, sie hat mir geholfen. Wie lange geht das schon? Charlotte, da ist nichts, ich schwöre dir. Hast du mit ihr geschlafen? Nein! Hast du sie geküsst? Nein! Ja, ja, ja. Oder was? Ja, okay, einmal, aber es war belanglos. Belanglos, ja. Oh mein Gott, ist das billig, mit ihr nur zu sprechen, sie zu riechen, sie nur anzusehen, es wäre noch einmal neu geboren zu werden. Pfui, Deibel! Ich wusste gar nicht, dass du einen Groschenroman schreibst. Das ist mein Taxi. Und ich gehe jetzt. Charlotte, geh nicht. Ruf an, wenn du... Was soll das? Ach, Sie sind da. Ja, hallo. Hallo. Ist ja nichts passiert. Einen Augenblick. Es ist sehr wichtig, ja? Peter, spinnst du? So geht das doch nicht. Ich möchte, dass du jetzt fährst. Und ich möchte, dass du mir zuhörst. Bitte. Das mit Jenny, das war... Ich weiß, was es war. Ich hab's gelesen. Charlotte, das ist doch kein Tagebuch. Da spielt doch Fantasie eine erhebliche Rolle. Schlimm genug. Peter, ich weiß wirklich nicht, was mit dir los ist. Ich auch nicht. Ich hatte immer genaue Vorstellungen davon, wie es sein wird, wenn ich mal im Ruhestand bin. Und dann habe ich alles genau so gemacht, wie in meinen Vorstellungen. Aber nichts hat sich so angefühlt. Ich kam mir überflüssig vor. Ich dachte, ich kann bei dir nicht mehr gewinnen. Ja, und da hast du es bei einer anderen versucht. Nein, bitte, warte. Ah! Oh mein Gott. Wahr sein. Halt! Halt! Wie soll ich denn jetzt zum Bahnhof kommen? Ich fahr dich. Hast du überhaupt einen zweiten Helm? Ja, hab ich. Klar, für Jenny. Wie konnte ich das vergessen? Charlotte, da war nichts, ehrlich. Ich liebe dich und keine andere Frau. Und so ist es schon immer gewesen. Und so wird es auch immer sein. Ehrlich?